Mahlzeit, ich habe jetzt frei. Heute Nachmittag habe ich frei. Und wir haben neue Reifen fürs Auto bekommen. Ich musste gerade so lachen. Sieht aus wie Käse. Marlon hat die schon eingeladen. Viermal Käse. Viermal Gouda, bitte. So, wir gehen jetzt noch eben zur Action. Und müssen noch unsere Kerzen nachkaufen. Und mein liebes Taxi bringt mich nach Hause. Das weiß ich noch nicht. Ich wollte gerade sagen, sind Sie nicht so gut drauf heute? Das weiß ich noch nicht, ob ich dich nach Hause bringe. Ich bin immer gut drauf. Ist irgendwas vorgefallen? Nein, alles in bester Ordnung. Ja, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Und zur Post... Muss ich immer so viel reden? Und nee, musst du nicht. Und zur Post müssen wir noch eben, ne? Oh, das ist doch hier immer das Gleiche. Entweder liegt da irgendwas von der Apotheke, Bildzeitung oder irgendwelche Joghurts oder Bananen und Weintrauben. Ja. Nimm mal weg da. Achso, ja. Achso, das war nur ein Test. Das gehört, ich dachte, du sagst jetzt, ich soll das machen. Das geht zum gehört zum Leben dazu. Aber muss man das dann immer da unten hinlegen? Ja, wieso? Sonst fährt ja nie jemand mit mir. So, dann gehen wir beide noch im Schön zu Action, ne? Das ist ja wieder ein Erlebnis für uns. Ja. Da finden wir bestimmt wieder irgendwas. Ja, und ich war ja beim Friseur, das habt ihr ja gesehen im letzten Video. Und was ist passiert? Dutt! Ich habe schon wieder mein Dutt. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt schon wieder meinen Dutt. Pass auf, du rollst! Das weiß ich doch. Also du erschreckst einen vielleicht. Ja, ich hatte die Haare ja an dem Tag offen und abends waren wir noch essen. Und es hat mich schon wieder so genervt, dass mir die Haare die ganze Zeit ins Gesicht fallen. Deswegen, ja, habe ich jetzt wieder meinen Dutt. Ich wollte die heute Morgen offen lassen, aber glätten dauert eine halbe Stunde und das saß zeitlich mal wieder nicht drin. Anschnallen. Bevor wir jetzt zur Action gehen, wird jetzt erstmal was gefuttert. Aber nur einen Hamburger bitte, ne? Mehr nicht. Ja? Wo willst du die denn essen? Wieso? Da drinne? Nee. Ich wollte das eigentlich so auf die Hand eben. Ja, kannst du auch. Auf die Hand. Pommes auf die Hand. Ich kann nicht auf die Hand. Pommes auf die Hand? Kann ich auf die Hand. In Schälchen auf die Hand. Ja. Das kann ich wohl. Packst du dann die Oma? Nur an. Packst du dann die Oma-Dinger wieder weg hier? Ist das dein Ernst, ja? Ja, ich mag die nicht leiden. Kann ich auch für Pinsel nehmen. Pinsel? Ist meine Pinsel. Groß. Mein Pinselsortiment. Wieso, wenn du da so einen weißen Topf noch reinsteckst, dann siehst du ja nur diese, die ist hier oben. Die ist nicht schlecht. Mach, was du willst. Das ist der Altersunterschied, Sabine. Mhm. Das macht sich jetzt doch bemerkbar, ne? Hast jetzt alles? So, das habe ich jetzt. Dies muss ich ihm verstecken. Wie verstecken? Ja. Muss er das? Von Papa? Muss er das unbedingt sehen? Ich habe 100.000 Kerzen zu Hause. Ich habe auch schon wieder so viel gekauft. Ich bin ja mit 3 Euro dahin gegangen und habe gesagt, 3 Euro Kleingeld reicht. Und ausgegeben habe ich jetzt schon wieder 16 Euro. 16 Euro. Ja. Obwohl ich mit 3 Euro nur kaufe. Ich hatte 3 Euro mit und dafür wollte ich mir die Kerzen kaufen. Einmal Teelichter und einmal Vanillekerzen. So, die Tasche muss ich auch erstmal so ein bisschen hinterm Rücken. Sonst sagt er, was hast du da denn drin? Backsteine? Wieso, das sieht er doch gar nicht. Ja, guck mal, wie dick hier. Denkst du immer an Post bitte mit? Ja. So. So, und jetzt gehen wir endlich nach Hause, ne? Es geht ja nicht um das Geld, aber das geht jetzt... Es geht darum, dass wir so viele Kerzen haben. Ja, oder man keinen Bock hat, da dann sich zu rechtfertigen. Obwohl das Ding nur 1,49 Euro gekostet hat. Haben Sie ja recht, ne? Aber das hat nur 1,49 Euro gekostet. Ja, da ist es ja nicht bei geblieben, ne? Da ist ja noch ein bisschen mehr dabei. Und das sind alles Sachen, die ich gar nicht brauche in Wirklichkeit. Also ich brauche die schon,
Wenn Manuel sieht, dass ich mir das Kerzending schon wieder gekauft habe, was ich schon in der Stube stehen habe, dann sagt er auch, man braucht das ja nicht doppelt haben. Pass auf, du fährst einfach so los, ne? Nee, da hat er es gesehen. Hallo. Ich bin wieder zu Hause mit meinem Kerzenvorrat. Eigentlich wollte ich ja nur Teelichter kaufen, aber da ist natürlich wieder nichts draus geworden. Bei Action haben die ja so schöne Sachen. Und ja, da ist mir eingefallen, dass ich ja in der Küche noch was Neues haben wollte, weil im Moment habe ich nur dieses Duftteeglas, dieses Duftglas da stehen und einfach nur so ein Ding hier, wo Teelichter, wo man Teelichter reinmachen kann. Das war, glaube ich, sogar auch von Action. Und das gefällt mir irgendwie nicht. Da möchte ich nur eine Sache stehen haben. Das ist mir alles zu wuschelig. Das mag ich nicht. Und da habe ich mir einmal für 2,99 Euro dieses Ding geholt. Der ein oder andere kennt das vielleicht schon bei mir aus dem Wohnzimmer. Da habe ich das ja auch schon stehen. Und das wollte ich aber nicht auf dem Tablett lassen, weil das ist mir einfach zu dünn für die Küche. Da wollte ich irgendwas haben, was halt diesen Untersetzer ausfüllt. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Ding habe ich mir jetzt mitgebracht. Das möchte ich da dann nachher so draufstehen haben. Und zwar werde ich dann dieses Teil auseinanderfriemeln, nehme die Steine und die Gläser und dann habe ich mir noch hier so einen Sand dafür geholt oder so Steine. Da ist Sand drin, kleine Steine und so große Steine. Und ja, das werde ich nachher mal machen. Aber erstmal ziehe ich meine gemütlichen Klamotten an und dann zeige ich euch nachher mal, wie das Ganze fertig aussieht. Fertig. Ist das nicht niedlich? Ich habe jetzt praktisch einfach nur aus diesem Paket die Lichter genommen, die weißen Steine und dann habe ich mir noch diese Dekosteine geholt, da habe ich noch so ein paar mit dazu gepackt. Jetzt habe ich natürlich dieses Brett über und noch ein paar Steine. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht noch irgendwie verwenden kann. Aber da finde ich bestimmt irgendwas. Aber das finde ich auf jeden Fall schöner, weil ich mag das nicht so, wenn hier so viel Krimskrams rumsteht. Sondern eine Sache, ich finde immer weniger ist mehr. Kann man das nochmal erkennen? Einfach so ein paar Steine, ein paar Gläschen. Und das sieht so wunderschön aus. Ich mache jetzt Essen. Manuel kommt gleich von der Arbeit. Es gibt nur Kartoffelpuffer. Denn ich habe ja heute Nachmittag frei gehabt. Und ich wollte ein bisschen eher dann auch fertig sein, dass jetzt gleich schon Essen fertig ist, dass ich nicht so viel aufräumen muss, weil ich noch ein bisschen was an den Videos machen muss. Das dauert ja auch immer so lange. Und deswegen mache ich nur Kartoffelpuffer. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele ich davon mache. Wie viele sind da überhaupt? Ich habe jetzt gerade schon mal hinten aufgerissen, wie viele da überhaupt drin sind. Ja, wie viel ist da denn davon? Also ich esse da 3, 4. Mal gucken. Das ist auch so schön, ne? Fällt dir was auf hier? Oh nein, Schatz, was hast du denn jetzt für einen Pullover an schon wieder? Schon wieder den blauen. Ich hab nur den blauen. Was sollen die Leute denn von dir denken? Ja, die Leute denken, dass du das ganze Geld ausgibst und ich habe nur einen blauen Pullover. Ja, guck mal, was ich gekauft habe. Also ich habe nur die... Nein, ich habe die Kerzen nur gekauft und das Brett. Und dann habe ich noch so ein paar Dekosteine. Und weil ich die Dinger so schön finde. Ich habe die Kerzen nur gekauft und das Brett und ein paar Dekosteine. Das ist ja alles, was da steht. Das sind Kerzen, ja. Brett und Dekosteine. Hä? Nein, das habe ich nicht gekauft. Ich habe Kerzen gekauft und das Brett und die Dekosteine. Ich meinte das so. Ich habe doch dieses Brett, habe ich doch in der Stube schon stehen. Mit den Kerzen drauf. Und ich wollte unbedingt solche Gläser haben, aber ein viereckiges Tablett und das hatten die nicht. Die hatten nicht solche Gläser mit so schönen Herzen. Und dann musste ich das andere kaufen und dann habe ich das praktisch da drauf gemacht. So, und esst dann den Kartoffelpuffer und dann bist du auch glücklich. Ich glaube nicht. Bitte, Schatz. Ich glaube nicht. Guck mal, lecker Apfelmus. Und ich wollte dir vorher noch Karte geben. Gott sei Dank. Du, so viel war auf dem Konto nicht mehr drauf. Ich muss... Scheiße. So, guten Appetit. Holst du den Käse hoch? Ja. Lecker Gaudio Schorland. Bist du extra gerade noch über die Grenze gefahren, ne? Ja. Mit Quarting? Mit Quarting. Ich frag mich nur,
nur, wo die Dinger jetzt hin sollen. Wo sollen die denn hin? Hier rein. Ja, wo? Das weiß ich doch nicht. Möchtest du sie mit ins Bett nehmen? Ja. Leck Gaude. Vom Antje. Von Holland. Das ist Gaude. Was? Gaude. Sind die dreckig? Nein. Ich sitze hier noch am Essen, ne? Und er holt die Gaudas hier rein. So, ich esse jetzt erstmal noch weiter, ne? Hätt's auch ruhig noch sitzen bleiben können. Hätte, Fahrradkette. Dann geh ich gleich mit der ganzen Pappe wieder hin. Keine Ahnung, der Pappsack. Pappsack! Du bist auch so ein Pappsack. Ja, wohin denn sonst? Wenn ich in den Pappsack. Die muss gleich auch noch sausen. Aber die sehen echt geil aus. Ja. Muss ich als Laie jetzt sogar sagen. Dies hatten wir nicht, ne? Ne, wir haben ja keine Audi-Felgen drauf, wir haben Z drauf. Was heißt das? Die kosten eigentlich das Doppelte. Und bei uns haben sie ja die Nabenkappe aber geklaut. Mhm. Und die sind ein bisschen kleiner jetzt. Und das werden die neuen Winter. Aber die passen, ne? Ne, die passen nicht. Da muss ich jetzt neue Löcher reinbohren. Hör auf! Immer so frech zu sein. Das werden die Winterfelgen. Da sind jetzt Gauder. Sommerreifen drauf. Die werden jetzt durch den Sommer gefahren. Und dann im Winter kommen hier Winterreifen drauf. Und dann werden die OZs wieder für den Sommer. Die müssen neu lackiert werden. So ist der Plan. Ich kenne nur Leppel Gaude von Antje, Sau Horner. Komm mal raus. Frau Antje bringt Käse aus Holland. Oder auch mal Reifen. Die sind ja schon. Die sind aus Italien, das sind Pirellis. Italiano. Spaghetti Bolognese. Können wir auch mal wieder essen, ne? Ich glaube, die sind neu. Die sind neu? Ja, da sind auch noch Preisschilder drauf. Da kann er noch nicht mitgefahren sein seitdem. Vielleicht ist er die nicht losgeworden. Das kann sein. Aber solche Reifen wird man doch los, oder nicht? Du, das ist nicht eine ganz so gängige Größe. Pass auf, du hast das Ding da. Ja, hab ich. Absicht. Das muss ich gleich noch staubsaugen. Du, aber wenn sie uns die wieder klauen... Eigentlich, die kriegst du schwierig raus. Ja? Ja, weil die auf den Radmotoren eigentlich festsitzen. Aber wenn es so ist, ja. Siehst du, bei OZ kostet ein Teil 40 Euro. Nee, die kriegst du so nicht raus. Da musst du da schon mit dem Schraubenzieher rein und dann rausdrücken. Ja, aber das, die machen sich ja anscheinend die Mühe. Ja, das ist ja gesehen bei den OZs. Kostet 50 Euro. Wie spät ist es? Ich schau ihm. Sag mal, wie spät ist es? 23.53 Uhr. Ja. Und jetzt mal eine Frage. Ja. Ja. Zeig mal hier, dass, wir, dass es auch wirklich so spät ist. Jetzt beantworte mir eben eine Frage. Babys gehören aber schon um 7 Uhr ins Bett. Wieso bist du denn jetzt noch auf? Sag mal. Komm, sag schnell gute Nacht. Ich bin noch so aufgeregt, weil ich vorhin ein Video gesehen habe von einem Maulwurf, ein Verschreckungsgerät. Ja.
Das geht auch nicht, ne? Nein, wie kann man denn auf die Idee kommen, einen Maulwurf was zu tun? Die tun ja niemanden was, die schaufeln ja nur. Ja! Ja. Und essen Würmer. Ja, die sind doch lieb. Ja. Die machen auch nichts. Geh jetzt auch in meine Höhle. Ja, dann geh in deine Höhle. Willst du noch gute Nacht sagen? Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Getrennte Schlafzimmer, dann habe ich meine Ruhe. Was? Ab jetzt haben wir getrennte Schlafzimmer, habe ich beschlossen. Nacht. Spinnst du, und wo soll ich schlafen? Im Kinderzimmer. Zwischen den Reifen. Ja. So, tschüssi.